Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Ohne die Erkenntnisse aus Chemie und Biologie ist unser modernes Leben nicht vorstellbar. Die Hochschule Fresenius in Idstein konzentriert sich in ihrem traditionsreichsten Fachbereich mit großem Erfolg auf die praxisnahe Ausbildung der verschiedenen Berufsgruppen in Chemie und Biologie. Wir sind hier im Fachbereich Chemie und Biologie der Hochschule Fresenius, speziell im Traditionszimmer. Warum Tradition? Der Fachbereich Chemie und Biologie ist der älteste Fachbereich der Hochschule Fresenius. Geht zurück auf das 1848 von Karl Remigius Fresenius in Wiesbaden gegründete chemische Laboratorium Fresenius. Also eigentlich so eine der Urstätten der analytischen Chemie in Deutschland. Und Chemie machen wir bis heute. Nicht mehr mit diesen alten Geräten, wie man sie hier sieht, in dieser alten Waage, sondern mittlerweile sehen die Gerätschaften etwas moderner aus. Unabdingbar für den Fachbereich, technisch und erkenntnismäßig am Puls der Zeit zu sein. Wobei sich an der Basis der Arbeit auch im Laufe der Zeit nicht viel ändert. Der Hintergrund ist immer noch der gleiche. Also wir arbeiten mit Molekülen, wir arbeiten mit Stoffen, also mit den Grundstoffen unserer Welt, wenn man so will, und bringen jungen Menschen die Faszination für die Naturwissenschaften mitbringen, für die stofflichen Seiten, also für Chemie, auch noch die Biologie, bringen denen das nötige Rüstzeug eigentlich bei, um sie eben fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Die Studierenden erkennen diese Qualitäten und nutzen gerne die Möglichkeiten, auch bis zur Doktorarbeit. An der Hochschule Fresenius hat mich eigentlich immer schon interessiert, dass diese individuelle Betreuung hier ganz anders gelebt wird als an staatlichen Unis. Die Einzelbetreuung, wenn man hier an solchen Geräten arbeiten darf, während dem Praktikum, dann sitzt man hier zu zweit mit einem Betreuer und das ist schon klasse. Also so eine Hands-on-Erfahrung hat man sonst selten. Die Themen aus Chemie und Biologie interessieren die Menschheit schon seit Urzeiten. Ist man nicht irgendwann am Ende der Erkenntnis angelangt? Das ist ja nicht statisch. Die Geräte entwickeln sich ständig weiter, genauso unsere Umwelt. Und dadurch kommen immer neue Kontaminationen, die möglich werden. Und wir kommen immer niedriger mit den Bestimmungsgrenzen. Wir können immer weniger in einer gewissen Menge Wasser nachweisen. Da sprechen wir dann von der Konzentration. Und das sind schon zwei wesentliche Faktoren, um das super tolle Gut Wasser sicherstellen zu können. Chemiebiologie ist ja vielseitig. Es geht los bei Analytik von Wasser, also wenn Sie jetzt eine Trinkwasserflasche haben und auf der Seite schauen, wie viel Chlorid, wie viel Sulfat, wie viel Carbonat ist dort drin, dann sind diejenigen, die diese Zahlen erfassen und messen, das sind analytische Chemiker. Also das lernt man hier bei uns und das geht eben weiter bis in den biologischen Bereich hinein, bis hin zur Analytik wirklich von Proteinen, also von Eiweißstoffen, die zum Beispiel bei bestimmten Krebsarten analysiert und detektiert werden müssen im Körper. Berufliche und wissenschaftliche Bildung ist nicht Privileg der Jugend. An der Hochschule Fresenius sind auch Quereinsteiger willkommen. Vom Alter her gibt es ja keine Grenze, wann man hier anfangen kann. Ganz klar ist, dass wir auf jeder Stufe das begleiten können und auch wollen hier. Also fängt hier mit der Ausbildung an, die kann man hier direkt machen. Man kann aber auch mit einer externen Ausbildung, so wie ich es gemacht habe, hier einen Quereinstieg ins Studium machen. Ich habe dann den Bachelor hier gemacht, den Master angeschlossen und jetzt bis zur Promotion, also wirklich den ganzen Weg begleitet. Eine Besonderheit, die Fresenius sicherlich auszeichnet, ist das, was wir als vertikale Mobilität oder als lebenslanges Lernen bezeichnen. Das heißt, wir bilden bei uns im Haus sowohl chemisch-technische Assistenten, biologisch-technische Assistenten aus, also Berufsfachschule. Und das Ganze geht weiter bis in den Bachelor-Master-Bereich hinein, bis hin zu Doktorarbeiten, die hier im analytischen Bereich laufen. Also wirklich die komplette Bandbreite der Bildungslaufbahn, die man bei uns in diesem Sektor beschreiten kann. Die Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft ist an der Hochschule Fresenius täglich gelebte Praxis. Davon profitieren alle Beteiligten. Das geht los bei denjenigen, die hier als Lehrkräfte tätig sind, das heißt viele praxiserfahrene Dozenten. Aber gleichzeitig ist es uns auch wichtig, während des Studiums Unternehmen, Firmen wirklich hier an die Hochschule zu holen, sodass die Studierenden an realen Projekten tatsächlich lernen dürfen und wachsen können. Und unsere Praxis- und Abschlussarbeiten laufen eigentlich nahezu ausnahmslos mit Unternehmen der chemisch-pharmazeutischen Industrie, sodass die Studierenden auch frühzeitig an die Berufspraxis herangeführt werden. Traditionsreich, aber mit einem ganz starken Fokus auf Gegenwart und Zukunft, präsentiert sich der Fachbereich Chemie und Biologie an der Hochschule Fresenius. Von dieser Qualität profitieren nicht nur die jeweiligen wissenschaftlichen Disziplinen, sondern unsere ganze Gesellschaft.
Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.